Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Techno 3010. Heute mit Einlauf über den Walk oder so ähnlich. Es war gut, dass du noch gesagt hast über den Walk, ja. Das war wichtig, ne? Ja, das war dachte wichtig, ich mir. Ja. Ich mache es gemütlich. Zu Gast heute, kreativer Musiker, unglaublich kreativer Musiker, Melodiengott, im Moment auch fleißig am Produzieren, was man so mitbekommt. Hallo Dennis. Hi, servus. Neben mir, wie immer, an der Flasche. Lass es dir schmecken, lieber Flo. Danke. Hallo. Hallo. Sollen wir die Spielregeln kurz erklären? Ja, ich erkläre die Spielregeln. Wir spielen Techno 3010, lieber Dennis. Das bedeutet, wir haben 10 Minuten Zeit. Hast du ein Handy dabei? Mit einer Stoppuhr, ja. Eigentlich? Ja. Du hast 10 Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten, die wir dir stellen. Wenn du eine Frage nicht gut findest, darfst du gerne ein Veto einschieben und sagen, nö. Dann gehen wir weiter, aber nur ein einziges. Okay. Ja, das wäre ganz cool, wenn das eigentlich recht impulsive Fragen sind, Antworten sind. Nicht zu lange überlegen, wir überbrücken das gerne mit Werbepausen und dummen Gesprächen, das ist kein Problem. Aber es geht alles von deiner Vorstellzeit ab. So, wenn du möchtest, beginne ich jetzt. Also der Timer ist gestellt, das habe ich in der vorletzten Folge gelernt, wie man hier so einen Timer am iPhone einstellt. Start. Super. Perfekt. Ich habe es tatsächlich anfangs auch immer mit Siri geregelt. Ja. Hottester Mensch on Earth, lieber Dennis. Ui. Sitzt da vorne. Björn Del Tonio? Ja, genau gegenüberliegend, ja, auf 12 Uhr. Meine Freundin sitzt gerade da können vorne. Können wir die irgendwie jetzt kurz hier... Klar, natürlich. Wenn sie will. Vielleicht will sie. Komm kurz Hallo sagen. Wenn das so ist, dann brauchen wir jetzt auch den Beweis. Ja, das ist mein Hotester Mensch on Earth. Danke, tschüss. Cute. So, eine nächste Frage. Instagram, Facebook oder generell Social Media, ja oder nein? Findest du gut oder findest du schlecht? Finde ich gut, gehört auf jeden Fall dazu, macht auch Sinn soweit. Nur ich bin irgendwann ab Snapchat und TikTok ausgestiegen. Ja. Ich glaube, das muss man auch nicht machen, oder? Ich glaube, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Du musst es eigentlich machen. Eigentlich muss man es machen, ja. Ja. Aber Snapchat ist so schon wieder raus eher, oder? Ja, ich glaube also, auch. Ich glaube, so TikTok ist jetzt wieder. Aber ich glaube, was jetzt Snapchat und Instagram ist, ist eigentlich schon wieder MySpace. Weißt du, wir sind so die alte. Ja, ganz genau, richtig. Ja. Raus. Aber auch so die krassen Headliner sind, glaube ich, alle nicht bei TikTok. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne. Ich glaube, das ist eher halt für die ganz junge Base zu erreichen, ne, um sich da quasi nochmal neuen. Aber wenn du einen Hype generieren willst, dann musst richtig, ganz sein. Genau. Ja. Aber macht dir halt es Spaß, so ein bisschen Social-Media-Arbeit? Ja, bedingt. Also ich würde gerne weniger machen. Ja. Mhm. Ab einem gewissen Punkt so ist es natürlich immer viel Arbeit. Weniger, mehr man, Qualität. Man muss halt auch einen gewissen Output einfach generieren. Ja, cool. Geht nicht anders. Ja. Also am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur Mucke machen und irgendwie einmal im Monat dann was posten. Ja, oder alle aber zwei Wochen. Ist leider eine der Spielregeln im Techno-Business. Dass gehört tatsächlich dazu, muss, ne? Ja. Was machen deine Produktionen zu etwas Besonderem? Oh, das ist eine gute Frage. Danke. tatsächlich denke ich, dass meine Produktionen etwas Besonderes sind, weil ich einfach oft nachgesagt bekomme, ja, dass man direkt raushört, okay, ey, das hier ist ein keiner Sound. Ja. Macht sonst keiner. Das macht sonst keiner. Das hat ja lang gedauert. War klar, dass der heute noch kommt. Ja. Der kommt bestimmt noch mal. Wahrscheinlich, ja. Der kommt eigentlich ständig, ja. Ich höre es regelmäßig. Ich habe, glaube ich, immer so dieselbe Art an Melodieabfolgen einfach drin. Ja. So, dass man raushört, dass es von mir kommt. Ja. Kann aber auch sein, dass die Leute es einfach hören, weil es scheiße klingt. Ja. Ich weiß nicht. Oh, der klingt kacke, das muss keiner sein. Das ist aber so wiedererkennenswert ist ja schon was Gutes. Auf jeden Fall, denke ich mal. Hat Dieter Bohlen schon immer gesagt. Ja, was ist so dein Signature-Sound in deinen Tracks? Mein Signature-Sound, das ist auf jeden Fall der Elch-Sound, wie ich das immer nenne. Elch-Sound? Elch-Sound, ja, das sind so Brasses, was so ein Horn, so ein Finde ich super. Ja, ich auch. Geil. Ich würde, wenn es nach mir gehen würde, sogar eigentlich echt nur ein Beat daraus machen. Ne? Ja. Irgendwie mach doch mal. Hellen Elch-Sound, dunklen Elch-Sound. Ja. Mach doch mal alles ein bisschen layern und so. Ja, genau. Ja, habe ich mir echt schon mal überlegt, ja. So für einen schönen Jagdfilm zum Beispiel. Bestes Erlebnis in 2020, das dir in 5 Sekunden einfällt.
die bestandenen Klausuren dieses Jahr auf jeden Fall und die letzten Tracks, die ich fertig gemacht habe. So, das steht auf einem Level, würde ich sagen. Ja. Beides haben die gleichen Entscheide dich. Okay, ja, die Tracks, die ich fertig gemacht habe. Ja. Richtige Antwort. Scheiß auf Studium. Was studierst du? Medieninformatik. Wenn du dir aussuchen könntest, in welcher Zeit du hättest leben können, war das jetzt richtig? Ja. In welcher wäre das gewesen, musikalisch gesehen? Musikalisch gesehen? Ja. Fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl, da wo wir jetzt sind. Also ich würde sagen, so die letzten 10 Jahre sind eigentlich genau der Zeitraum, in dem ich mich auch wieder finde, musikalisch. Ja. Angefangen eigentlich so irgendwo 2010, ja, bis jetzt. War eine coole Zeit, irgendwie Deep House, ja, alles sehr fluffig, melodisch und jetzt eben dieser Elch-Sound ziemlich prägnant, immer auch omnipräsent. Ja, genau, und mein Wetter. So, mal kurz durch die 80s oder zu Woodstock. Ja, Woodstock, safe. Ja, ja, auf jeden Fall. 60s wäre definitiv auch mein Ding. Ja, super coole Musik, die wir gemacht haben. Mhm. Aber da ich mich hier auch nur für eine Epoche entscheiden kann. Ja. Ja. Aber ich bin da voll bei dir, weil jetzt kann man auf die ganzen vorangehenden Epochen zurückgreifen. Und jetzt hast du einfach einen riesigen Pool an Inspirationen halt. Ne? Und die hattest du, weiß ich nicht, im 15. Jahrhundert halt noch nicht so. Richtig, ja. Wir haben vor allem auch die Möglichkeiten, ne, dass du einfach jetzt alles durchmischen kannst. Okay, du produzierst ja am Computer auch. Das ist wohl deine Hauptstation, wo das zusammen. Genau, richtig, ja. Du hast ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Spur, ne, wo du Sachen aufnimmst oder bearbeitest. Mhm. Bist du eher ein Spurenmessi oder bist du eher so der Minimalist, der sagt, mit 8 Spuren komme ich aus? Spurenmessi, definitiv. Ja? Ja, 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 es wird gelayert, was das Zeug hält. Und selbst das kleinste Klickgeräusch, ja, die kleinste Percussion, die irgendwie nur 2-mal im Track vorkommt, bekommt eine Spur. Eine Spur. Ja. Immer. Dann ist das irgendwie auch geordnet, ne? Ist so. Tatsächlich, ja, ganz genau. Mach ich immer. Bin ich voll bei dir. Also für andere Leute erscheint es dann messihaft, aber für dich hat das eine durchdachte Struktur halt. Ne? Ey, ich bekomme das so oft irgendwie, auch die Freunde, die ich habe oder halt auch die Leute, die bei uns auf dem Label releasen, wenn die dann meine Instagram-Stories sehen, ist das halt immer so das Ding, Alter, wie hast du so viele Spuren, da würde ich gar nicht klarkommen, der hältst einen Überblick und halt auch spurenmäßig und was weiß ich, was da nicht alles gesagt wird. Ja. Ne? Aber es entsteht ein Prozess halt, ne? Und in dem Prozess findest du dich zurecht. Und es ist halt gelayert, ne? Ich meine, allein die Clap hat irgendwie 4-5 Layer und es sieht halt direkt schon mächtig aus. Und sind sie auch alle extra separat benannt so? Oder ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das mache ich immer, ansonsten würde ich irgendwann durcheinander kommen. Benutzt du Referenztracks, wenn du produzierst? Also, dass du sagst, okay, ich würde jetzt gerne so einen Track machen oder der soll so klingen und jetzt mache ich ihn einfach nach. Habe ich eine Zeit lang tatsächlich gemacht. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß, dass es jetzt in die Richtung geht oder zumindest so klingt, wie es klingen soll in vielen Bereichen, wenn ich etwas Neues ausprobieren will. Zum Beispiel Strinner ist mein aktueller Lieblingsproduzent. Da ist es tatsächlich so, der entwickelt sich ja auch weiter und wenn ich mir so die alten Tracks anschaue, okay, da weiß ich jetzt so ungefähr, wie er es macht. Bei den neuen Tracks, die muss ich mir auf jeden Fall wieder reinziehen und nochmal irgendwie auf eine extra Spur und immer wieder gegenhören und so. Und da bin ich auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz an dem Punkt, wo ich weiß, was der Kerl überhaupt macht, weil es einfach bombig klingt. Wenn ich jetzt anfangen würde zu produzieren, ganz neu im Game wäre, würdest du mir raten, mit Referenztracks zu arbeiten erstmal? Definitiv, ja. Warum? Damit du weißt, wie du klingst und wie auch der Track klingt, wo du eigentlich hin willst. Ja. Weil wenn du im Prinzip ja hingehst und produzierst und bist dabei, hörst den Track ein paar Mal und denkst, Alter, jetzt klingt super fett. Und nimmst dann am Ende erst einen Referenztrack, dann merkst du irgendwie, oh, irgendwie klingt es doch nicht so. Also ich mixing auf jeden Fall irgendwie, aber manchmal finde ich, geht dann so die Kreativität flöten, weil du hängst dich dann so an den Referenztrack, dass du deine eigene Idee irgendwie verwerfst und denkst jetzt, oh, die ist scheiße, das muss ja genauso klingen wie das da oben. Ja, bin ich das so ein bisschen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber gerade fürs Arrange finde ich das halt auch gut, weil ich finde, Arrange ist nochmal ein anderes Game als Mixing zum Beispiel und das, also. Ja. Ich finde das eigentlich, wenn du neu anfängst, finde ich das sehr gut. Absolut, also. Ja. Ich habe mir das auch irgendwann so unterteilt, ne? Einfach so Raster gemacht, dass ich weiß, okay, hier ist Intro 1, Intro 2. Ja, genau, ja. So, produzierst du mit VST-Plugins, lieber Dennis. Was ist denn dein Lieblings-VST-Plugin? Diva von UHE. Absolut, beste Plugin ever. Ja. Kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Genau. Ja, ich benutze es fast ausschließlich. Ja. Ich habe es mittlerweile auch so gut kennengelernt, dass ich daraus auch all die Sounds kreieren kann, halt, die ich will. Ja. Also würdest du ja auch eher sagen, lieber mal ein Plugin kennenlernen und verstehen. Definitiv. Ich habe erst letzte Woche, vor 2 Wochen war es, ein ganzes Wochenende damit verbracht, halt meinen Computer nochmal aufzuräumen und alte Plugins, die ich einfach echt nur ab und zu benutzt habe, oder wo ich nur auf Presets zurückgreifen konnte, weil ich nicht wusste, wie es funktioniert, habe ich einfach mal runtergeworfen, weil es echt. Es ist halt nicht dein Sound und es kostet nur Zeit. Ja. Nächste Frage. Nächste Frage.
Es ist eigentlich nach dem ganzen Gespräch sau doof, aber über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Mucke machen. Ach, ja. Wer hätte gedacht? Wer hätte es gedacht? Über aber was noch, fernab von Musik? Über Hunde auf jeden Fall, ja, generell über Tiere, ja, und auch über meine Freundin. Tatsächlich, ja. Wie fühlt sich das so an, wenn das in einem Atemzug kommt? Tiere und Freundin? Und zuerst ja, sind es dann die Freundin. Ja. Ah, und ganz großer Fan aktuell oder mittlerweile vom Marvel-Universum. Ja. Super geil. Hulk ist Killer. Ja, ja. Natürlich ist Hulk Killer. Hast du analoge Plugins? analoge Plugins, yo. Hast du Synthesizer? So. Ja, ja. Okay. Ja. Aber du hast auch VST-Plugins. Also, was machst du am liebsten? Einspielen oder Klötzchen schieben? Es kommt tatsächlich drauf an. Ich spiele ja oft die Klötzchen ein. Oh, was kommt da für ein Klötzchen? Oh, genau, solche Klötzchen zum Beispiel. Hallo, Schwein. Wer sind sie? Sie ist das Schwein, ja, sie ist ein bisschen redefaul. Ja, gut. Wenn es ein Leckerli gibt, wird sie was sagen. Das auf ist doch Sitz. So, Martin Rüder, mach das nach. Klötzchen schieben, ja, also es kommt natürlich drauf an. Ich spiele halt am Anfang meistens so ein paar Melodien ein, Sachen, die mir halt einfallen, und dann verschiebe ich diese Teile, beziehungsweise ziehe ich meistens ja diesen Klotz einfach länger und fange dann an, da drin rumzubearbeiten. Oh, schon vorbei, wie schade. Nö, red weiter. Okay. wenn ich mich vergleiche mit anderen Kollegen, bin ich definitiv nicht so fokussiert auf die Melodien, ja, aber trotzdem hängt man sich daran ja einfach auf, bis es gut klingt. Ja, es wird ein paar Mal verworfen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, habe ich dir erlaubt? Ich wollte das Gleiche sagen, lieber Freund, aber ich will sie ziehen. Oh ja. Zieh sie. Ich ziehe diese. Was steht hier drauf? Nix. Okay. Hattest du schon mal eine sexuelle Erfahrung im Club oder auf einem Festival? Ja. Bitte. Also, es muss auch niemand dabei gewesen sein. Es kann auch gerne mit dir selbst gewesen sein, was du jetzt erzählen möchtest. Ja. Okay, ja, dann irgendwie in jedem Club und auf jedem Festival wahrscheinlich. Ne? Wow. Bam. Okay, jetzt Real Talk. Hau raus. Also die krasseste Story war auf jeden Fall tatsächlich es damals. Es ist übrigens sehr gut, dass du jetzt im Vorfeld schon zwei, dreimal deine Freundin erwähnt und in den Himmel gelobt hast. Ja. Also falls jetzt wird's gefährlich, passiert, ja. Ich kann gar nichts dafür, ja. Tatsächlich die geilste. Ist nicht so, wie es aussieht. Die geilste Story war eigentlich, dass ich im Nachtwerk eine Mädel gekannt habe, die damals noch Nachtwerk halt, ne, die hat an der Theke gearbeitet und die hatten oben an dem VIP-Bereich, wo der war, hinten die Theke halt zugemacht und waren gerade dabei, auch den Club halt zuzumachen und so und ja, irgendwie ist es dann halt hinter der Theke tatsächlich zur Sache gegangen, ja, und da hatten sie halt einen Türsteher erwischt und der hat uns halt da weggeschickt, so von wegen, was das soll, ja, wir könnten das nicht machen, da wären ja noch Leute da und so, der war halt schon ein bisschen aggro und dann sind wir halt, haben wir der uns stellt sich aber an. Habe ich mir auch gedacht, ja, und dann haben wir uns halt einfach aufs Damenklo verzogen. Und da hatten sie wieder derselbe Türsteher. Hast du gar keinen Zutritt. Aber was macht ein Türsteher auf dem Damenklo? Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Ja. So. Das ist perfekt. Perfektes Ende. Perfekter Abschluss. Ja. Dennis, wir wünschen dir viel Spaß jetzt bei deinem DJ-Set. Vielen Dank. Pass auf, ich kümmere mich um deine Freundin, dass die jetzt nicht nach Hause geht, die Schlösser auswechseln. das kriegen wir irgendwie hin. Ja, schön, dass du hier warst. Dankeschön. Für die Einladung, ja. Und viel Spaß. Dankeschön. Klatsch. Alter, boah.
We'll be right back.
Let's get jazzed. It was the first in house, right?